Hallo, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Forever Skies. Heute gehen wir hier zu diesem lila Blinklicht. Das ist die Quest, die wir oben links markiert haben, beziehungsweise nicht markiert haben, sondern die oben links steht, die auf der Map markiert ist. Ich habe Durst. Wie schön. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was gemacht. Also, was heißt Zwischenzeit? Es gab eigentlich nicht so viel Zwischenzeit. Ich habe nur gedacht, komm, stellst du mal das kurz um und bereitest du das vor und stellst du das um. Und es wurde ein bisschen mehr, es tut mir leid, aber den Rest mit den ganzen Regalen und so machen wir zusammen, nachdem wir hier waren. Ich habe ein bisschen Schiff umgebaut. Ein klein bisschen. Jetzt sehen die Ballons noch mehr aus wie ein Wal. Ich komme von den Walen nicht weg. Kann da bitte jemand vorne zwei so Augen drauf malen oder so? Ich habe die Ballon ein bisschen größer gemacht, ich bin mir jetzt sicher, zwei oder so, dass wir mehr Gewicht haben. Sehe ich das hier auch? Ja, wir haben jetzt seit 3400 in Gewicht, was wir zustellen können. Ich habe eine zweite Ebene gemacht. Nicht hoch, logischerweise geht es ja nicht, sondern runter. Das ist noch nicht so, wie ich es haben will, aber schon ziemlich okayisch. Ich wollte dieses zweite Cockpit hier oben, wollte ich eigentlich wegmachen, weil das haben wir ja runter gemacht. Ich finde es aber so gerade irgendwie gar nicht übel. Oben haben wir dann zwar nichts, weil das da unten steht, aber zum Rausgucken finde ich es gar nicht so schlecht. Vor allem haben wir gerade keine Räume mehr, wo keine Wand oder keine Tür und kein Fenster drin ist. Also nicht mehr diese gelben Markierungen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich gehe mal hin und zeige es euch. Bin ich auf der richtigen Ebene? Ja. Ich habe hier mal zwischengehalten. Zum einen, um die Batterie hier mitzunehmen und zum anderen, damit ich euch das zeigen kann. Ey, das sieht so... Mein Gott. Wir haben jetzt nicht mehr hier vorne einen Eingang. Hier ist ein Fenster. Die Fenster sehen ein bisschen komisch aus hier. Wir haben jetzt links und rechts hier eine Tür. Wir kommen jetzt von links und rechts rein. Hier habe ich mir so einen Glasboden hingemacht. Ich finde es voll praktisch, wenn du landest, weil dann kannst du gucken, wie weit runter du noch kannst. Finde ich voll cool. Außerdem, wenn du hier so fährst und du kannst runter gucken, das sieht so cool aus. Hier Glasboden weiß ich nicht, ob ich komplett Glas machen möchte. Das weiß ich nicht, dafür bräuchte ich aber viel Glas. Hier habe ich diese Geräte hingestellt. Die Kisten habe ich jetzt halt erst nochmal in die Mitte gestellt, weil ich ja diese Lagerregale machen möchte. Und die möchte ich natürlich mit euch zusammen machen. Die kommen halt hier an die Wände. Deswegen habe ich die jetzt erstmal in die Mitte gestellt für die ganzen Ressourcen. Hier ist einfach nur... so ein Laufrand, hier ist nichts. Ich habe mir einen zweiten Extraktor gebaut. Die stehen jetzt halt hier und hier. Da war die Batterie leer, den muss ich wieder einschalten. Ich vergesse das immer, wenn die Batterie leer war, dass du die dann noch aktivieren musst. Hier gehen links und rechts ein Treppen hoch. Ich weiß noch nicht, ob ich die so lasse oder ob ich die mal rumdrehe, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man da hochgehen. Hier hat man dann gleich eine Wand vom Gesicht. Ist aber okay. Hier habe ich Türen reingemacht, dass man die hässlichen Türen nicht sieht, wenn man oben ist. Und wir haben ja auch ein bisschen so Möbeldingens, ne? Von daher können wir hier vielleicht noch ein bisschen was zustellen. Hier habe ich jetzt ja erstmal Wände rein gemacht. Wenn wir vielleicht mehr Materialien für Fenster haben, mache ich dann vielleicht hier irgendwo auch mal ein Fenster noch mit rein. Hier habe ich auf jeden Fall dieses ganze Küchenzeug hin. Und da machen wir auch unseren Kühlschrank hin. Und den Kühlschrank habe ich in der Tat schon... du bist leer. Habe ich in der Tat schon fertig gemacht. Den wollte ich heute, bevor wir hingehen, hinsetzen. Ach nee, das kannst du eigentlich mitnehmen. Ist da noch diese eine Membran? So. Dann kannst du das da einfüllen. Perfekt. Du musst sowieso das Zeug da unten ausleeren.
Ich habe den Kühlschrank schon mal fertig gemacht. Der brauchte nur einen Transformator, Polymer und noch was, was mir gerade nicht einfällt. Helium. Das hatten wir da. Und den stellen wir dann jetzt halt oben auf. Ich weiß nicht, ob der auch noch irgendwas zusätzlich braucht. Was ich gut finde, du kommst die leider nur runter, wenn du E drückst. Wenn du hier normal drüber läufst, macht's gar nichts. Das heißt, du kannst nicht irgendwie durchfallen. Das finde ich voll schön. Das ist ein kleiner Kühlschrank. Mit R. Wie verhält sich denn das hier? Du hältst jetzt seit 2 Tage 4 Stunden. Ah, das hat gestoppt einfach. Nee, es geht langsamer. Es geht viel langsamer. Okay. 2 Tage, warte mal, 2 Tage 4 Stunden. 2 Tage 22. 2 Tage 3 Stunden. Warte mal kurz. 2 Tage 3 Stunden, 2 Tage 5 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, Dingstunden, okay. Das kannst du so essen, das kannst du mitnehmen und die anderen nicht. Okay, wir haben unseren Kühlschrank. Sehr cool. Nimm das mal ein bisschen mit. Kannst du noch voll trinken? Das passt schon. Hier oben habe ich jetzt ja erstmal ein Bett stehen. Hier sind diese ganzen Rümpelsachen drin. Ey, das haben wir jetzt schon 6 Mal, ne? Verrückt. Was ich hierhin mache, weiß ich nicht, aber wir haben ja viele Housing-Sachen. Von daher werde ich da schon irgendwas finden. Ich lege jetzt ja erstmal meine Flicken weg. Beziehungsweise mein ganzes anderes Zeug hier. Ich weiß nur nicht, wo ich gerade das Zeug hingeräumt habe, alles. Warte mal, die waren, glaube ich, hier drin. Das war hier drin. Der Sprit, den könnte ich eigentlich oben reinschmeißen, aber ich hatte da auch irgendwo noch was in der Kiste. War der hier mit drin? Der war hier mit drin. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das kann ich essen, das kann ich trinken. Messer habe ich. Armbrust habe ich. Ja, ich glaube, das passt schon. Wir könnten eventuell noch mal schlafen, bevor wir. Wir fliegen. Nee, wir fliegen nicht. Wir schlafen erstmal. Wir schlafen und dann fliegen wir dahin. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden hier. Wir schlafen einfach. Ja, doch, wir gehen um 5 Uhr ins Bett. Na, ist okay. Ist okay. Wir müssen nicht komplett voll schlafen. Ja, doch, wir sind jetzt voll. Passt schon. So, jetzt fahren wir weiter. Und wir steuern jetzt das lila Signal an. Bin sehr gespannt. Es sieht schon geil aus, muss ich sagen. Da hinten ist auch was Blaues. Muss ich noch höher wegen den Wurzeln? Brauche ich eigentlich diese eine Station da, die man ausfahren kann? Ey, guck mal, die haben da Stacheln dran. Das habe ich gar nicht gesehen. Warte mal, ich will von. Was ist denn da vorne dran? Du musst zwar hier landen, ich will aber sehen, was da vorne dran ist. Was ist denn das? Ist das wie ein. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Also wir müssen hier auf jeden Fall landen. Woanders sehe ich jetzt keine Landemöglichkeit. Hier geht's auch rein. Es ist ein bisschen weiter unten wie der Hightower. Uncharted area. Komm ich hier durch? Preliminary analysis started. Analysis completed.
No unidentified objects were detected. Der Underdust. Steige in den Underdust hinab. Lift-Varianten. Ein Aufzug, der unter die Staubschicht fahren kann. Wir vermuten, dass unter dem Staub die seltensten Ressourcen und Archive mit vergangener Forschung liegen. Auch wenn viele Technologien mit der Zeit verloren gegangen sein mögen und es möglich ist, dass sie nicht wieder geborgen werden könnten, haben wir doch immer noch Hoffnung. Im Staub wirst du nur schwer atmen können. Je tiefer du gehst, desto dichter und giftiger wird er. Du wirst fortgeschrittene Anzugfilter benötigen, um die Welt unter dem Staub erkunden zu können. Du könntest diese Art von Filtern in den Ruinen alter Labors finden. Es besteht ein hohes Risiko, dass du bei der Erkundung sterben wirst. Sei bitte vorsichtig. Laborerkundung. Erkunde den Standort des Oberflächenlifts. Es kommt, glaube ich, erst noch, ne? Warte. Oder auch nicht. Nee. Was hast denn du in der Hand? Nee, nicht das. Mach das da. Der hat gleich den Bolzen rausgeholt, aber. Wieso ist die Musik jetzt so? Das sind alles Container. Ich werde sterben. Also ich denke mal, wir haben ja hier so einen Sauerstofftank. Ich weiß jetzt ja gerade nicht, ob man den dann auch herstellen kann und ob man den auch in einer größeren Version herstellen kann. Hier ist auch ein Krankenbett. Ich weiß, dass es nicht geht, wenn es nicht zeigt, aber ich wollte trotzdem mal. Hä? Man kann hier hoch, aber hier oben ist nichts. Gott, sieht es hier aus. Oh, ich bin aus Versehen runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich glaube, ich muss mich das erste Mal tatsächlich sterben lassen, weil ich hier runtergefallen bin. Ich kann mein Schiff nicht rufen, ne? Wir müssen sterben. Leute, wir müssen sterben. Aber wir verlieren ja eh nichts bei Tod. Wir können mal checken. 7 Pfeile, 8 Dingsbums, Wasser und 4 in der Leiste. Wollen wir unseren ersten Tod sterben? Wollen wir in den Dingern... Also ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo rauskomme. Ich kann sowieso nichts abbauen. Ich komme hier nicht hoch. Ich kann hier dazwischen sein. Guck mal. Boah, wenn du hier reinfallen würdest, hallo, und du würdest hier nicht rauskommen, dann müsstest du warten, bis du verhungerst. Oder? Du müsstest warten, bis du verhungerst. Ja, komm. Lass uns sterben. Ich glaube, wir kommen. Hier ist eine Wand. Komm hier nicht weiter. Schade, dass man hier durchlaufen kann, aber nicht irgendwie hier durch die Container. Komm, wir sterben. Oh, das wäre cool gewesen, wenn du unten gesehen hättest, wo du aufkommst. Sturz aus der Höhe. 38,9 Kilometer. Vertikaler Weg. 6,5 Kilometer. Überlebte Tage 22. Wiederbeleben. Wir haben unsere 4 Sachen. Wir haben das. Ja, perfekt. Oh, ich bin an Bord. Ich dachte, der steckt mich hier oben hin. So, weiter geht's. Hier ist so eine... Habe ich gar nicht gesehen. Hier ist so ein Schild. Kann ich das Schild scannen? Nein. Ich weiß hier gar nicht, ob du was scannen kannst, weil ja nichts aufgeführt war in dem Ding, ne? Aber doch, es gibt ja auch Sachen, die sind nicht aufgeführt. Vielleicht kommt es erst noch. Wir sollen ja erst erkunden.
Da komme ich, glaube ich, nicht durch. Au. Au. Diese Springerei in dem Spiel, das ist noch ein bisschen arg gewöhnungsbedürftig, aber es ist gut gemacht. So, da hinten komme ich, glaube ich, nicht hin. Hier hängt nur was runter. Hallo. Mon Dieu. Wir gehen gleich hoch. Oh, guck mal, wie das aussieht. Mon Dieu, mon Dieu. Warte mal, wir gehen erstmal hier hinten durch. Guck, guck. Ich könnte mein Licht anmachen. Es ist so hell. Ich bin zu dick, dass ich hier durchkomme. Hier weiß ich nicht, ob wir hochkommen. Wir gehen mal hier hoch. Hier drüben ist es weggerissen. Was ist das in der Mitte? Ist das ein Fehler oder gehört es so? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier geht's anscheinend nicht hoch. Schalte die Forschungsstätte ein. Da oben geht das Ding hin. Warte mal, lass mich kurz noch mal gucken. Essensdiebstahl. Der Verurteilte hat Essen gestohlen. Das Siedlungsgericht war verständnisvoll und verurteilte ihn nicht dazu, nach unten zu gehen. Aber sie konnten ihn nicht einfach ungestraft und davonkommen lassen, denn die Leute brauchten eine Warnung. Er wurde zu 3 Tagen ohne Essen verurteilt. Was war das eigentlich? Ach, der Gefrierschrank. Hier sind Fesseln auch noch. Nee, und das ist nur oben drauf gelegt. Den haben die hier auch noch eingesperrt, damit er ja nicht irgendwo was zu essen klaut. Hier ist der Kasten. Deswegen kommt man da oben. Ja, wie gut, dass hier ein Loch drin ist. Oh. Ich dachte, ich habe eine neue Message erhalten. Warte mal kurz. Forschungslabor. Unser Laborgerüst fiel dem Smog zum Opfer. Die Halterungen brachen ab und all die Ausrüstung stürzte hinab. All die Werkzeuge und auch unser einziger Virenprobenanalysator. Menschen kamen ums Leben. Wir müssen ein Team zusammenstellen, um die wichtigsten Dinge zu bergen. Es gibt nur wenige Freiwillige, denn dort unten ist es unmöglich zu atmen. Die Filter der Masken verstopfen nach einer Weile. Glücklicherweise haben wir einen Prototypen einer Sauerstoffflasche, die länger hält. Wir brauchen nur noch den Handextraktor, um durch die Trümmer zu kommen. Und dann können wir weiter. Ich bete, dass wir da draußen nicht wieder diese Stimmen hören. Was?
Finde den Standort des Oberflächenlifts. Dich hatte ich jetzt schon. Dich hatte ich jetzt schon eingeschaltet, ne? Das war das da. Was war das jetzt? Oh! Oberflächenlift? Ist jetzt automatisch aufgegangen, wo ich hingelaufen bin? Hallo? Hier blinkt was? Oh, sind das neue Kisten? Sind das Kisten? Darf ich hier rein? Hier ist ein Punkt. Ist das der Lift? Fährt der runter, wenn ich hier reingehe? Ich will noch nicht runter. Ich sollte mir was zu essen mitnehmen. Warte mal kurz. Ich brauche was zu essen. Ich weiß nicht, was da unten ist und überhaupt. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Stopp. Ja, 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 alles gut. Außerdem ist Nacht. Warte mal kurz. Okay, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Nervös, nervös. Solltest mehr Metall sammeln, statt immer nur das andere Zeugs. Wir wachen um 4 Uhr auf. Boah, für 4 Uhr ist es hier aber schon ganz schön hell. So. Kannst du auch ein bisschen rennen? Nicht wieder zwischen die Dinger reinfallen? Nicht wieder dazwischen reinfallen. So, stopp. Ja, ich wollte vorhin auf. Ja, ist gut. Es war leider schon rot. So. Oberflächenlift. Machen wir das kurz weg. Hallo? Na, ah, ich geh weg. Biodrucker. Kann aus organischen Stoffen komplexe Objekte herstellen. Den kann ich sogar noch verwenden. Bio-Medkit. Leere Flasche. Kleiner Sauerstofftank. Staubgänseblümchen 1. Ein Staubgänseblümchen. Oh, was habe ich noch nicht? Guck mal. Alte Lagerkiste schützt gelagerte Gegenstände vor äußeren Einflüssen. Wenn ich nicht am Schiff bin. Ich lasse es einfach mal drauf ankommen. Alte Lagerkiste. Aber die hat nicht viel mehr Plätze. Also, die Kiste, die wir jetzt haben, die hat doch einen Lagerplatz mehr. Die hat doch 9, oder? Oder? Die kleine Lagerkiste? Die hat, glaube ich, 9. Aber da steht nicht, aus was man den Biodrucker macht. Also den kann ich doch bestimmt auch auf meinem Schiff machen, oder? Synthetische Materialien, Metalle und Staub. Use. Was ist, wenn ich hier stehe? Nix. Wollen wir... Wie spät haben wir denn? 25 Minuten? Wollen wir nochmal runterfahren? Ich gehe mal davon aus, man kann wieder hochfahren. Ach du meine Güte. Huch.
Jetzt lädt's. Oh mein Gott, es lädt, es hängt. Oh, es lädt was Neues. Wie weit unten sind wir denn gerade? Analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Oi. Oi. Das hat aber viel geladen gerade. Das hat gerade ein bisschen geruckelt. Underdust-Varianten. Es gibt auch davon mehrere Varianten. Weiß ich nicht, vielleicht. Eistau. Energiekristall. Mittlerer Sauerstofftank. Sauerstoffnachfüllstation. Wrecked Storage Box. Kaputter Deckextraktor. Okay, das hat. Mit Filter. Warte. Wie mit Filter? Hä? Was ist denn da anders als an dem anderen? Weiß ich noch. Die Musik mag ich nicht. Wieso ist die Musik so komisch? Und da kann man jetzt nicht atmen. Aber wie sie. Also. Ist das ein Kristall? Oh, mit dem könnte ich mir diesen Extraktor machen. Diesen Handextraktor. Ich will nur mal kurz gucken. Warte. Warning. Entering into toxic zone. Sauerstoff tickt runter. 96, 95, 94. Okay, also wir haben 100 Sauerstoff. Und dann müssen wir wieder rein. Und dann kann ich raus. Und dann habe ich wieder 100. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Wir gehen zum Kristall. Das ist mal das Erste, was wir machen. Bei dem brauchen wir. Wir haben den Energiekristall. Batterie, verbessertes Werkzeugladegerät, Energiekristall, Kraftstoff. Mit denen werde ich mit Sicherheit keinen Kraftstoff machen. Okay, das kann ich jetzt noch nicht so angucken. Okay, wir haben 100 Zeit. Das sehe ich richtig, ja? Okay, wir gucken schnell. Also schnell im Sinne von, wir gucken uns alles an, aber ich kann das nicht scannen. Das habe ich anscheinend schon. 82. Was? Sauerstoffnachfüllstation ermöglicht die Auffüllung der Sauerstoffreserve. Auffüllung der Kristallbatterie. Ich nehme einfach mal 3 mit. Gibt es denn hier noch irgendwo eine Batterie? Nicht Batterie. Kristall meine ich natürlich. Der geht noch weiter runter. Warte mal, ich bin so nah dran. Wenn ich nur irgendwie der will irgendwas zum Einsturz bringen. Er ist so nah dran. Mann, ich hatte doch noch über die Hälfte. Jetzt hör doch mal auf da. Was hat er mir jetzt gesagt? Ich bin so nah dran, wenn ich nur irgendwie die Metallwände über mir zum Einsturz bringen könnte. Sie sind viel zu schwer, um sie anzuheben. Und ich kann sehen, dass sich dahinter etwas befindet. Jo. Was ist denn das da eigentlich? Hier ist ein Polymer. Ich werde wahrscheinlich nicht gerade viel übersehen, aber ich suche einfach gerade, ob es noch mehr Kristalle gibt. Hier ist noch... Oh Gott, falle ich hier runter? Hier ist noch einer. Ich gehe gerade einfach nur mal so durch, ohne groß zu gucken, weil ich einfach nur gerade Kristall mitnehmen will. Wir gehen da in der nächsten Folge nochmal runter. Ich bin gerade nur auf Kristall, Kristall, Kristall. Das Schlimme für mich ist, ich habe Angst, dass ich mich verlaufen werde hier dran. Ja. Aber den Kristall kannst du ja bestimmt nicht irgendwie selber herstellen oder so. Den musst du ja dann... Oh, hier geht's auch noch hoch. Hier oben ist was an der Wand. Oh mein Gott, ist das ein Durcheinander hier. Okay, also hier kann man es auffüllen. Wir haben noch 74.
Hier hatte ich diese eine Message gelesen. Das ist nix. Das kannst du mitnehmen. Oh mein Gott. Da kann man dann hochgehen. Jetzt geht gleich wieder. Ich glaube immer ab der Hälfte. Okay, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Ich habe jetzt keine Kristalle mehr gesehen. Wir gehen hoch. Hängt's jetzt wieder, wenn es oben lädt? Nee, noch geht's geschmeidig. Nee, hochwärts geht's, glaube ich, besser. Ja, ein bisschen. Ein bisschen hat's gezückelt. Okay, wir haben den Kristall. Okay, warte, das will ich noch kurz gucken. Oh mein Gott, sieht das so uncool aus, aber da bist du ja voll unter Stress. Bist du ja mega unter Stress, wenn du da immer auf deinen Sauerstoff achten musst. Oh mein Gott. Das ist aber cool. So, warte mal. Wir brauchen ja schon mal allein einen Kristall, um das zu forschen. Aber es nützt ja nichts. Und dann brauchen wir einen Kristall, um die Batterie zu erforschen. Und dann wahrscheinlich jeweils einen zum Herstellen. Und die Batterie kannst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr mitnehmen, wenn du die da unten reinhängst. Ja, jetzt hast du noch zwei. Energiekristall, Kraftstoff. Da braucht man auch einen Kristall. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich auch, obwohl. Warte mal, da. Ja, das, da habe ich aber das andere nicht. Da braucht man auch ein verbessertes Werkzeug-Ladegerät. Aber das lädt doch bestimmt nur schneller auf, oder? Das kann man auch später irgendwann machen. Jetzt lasse ich mal kurz gucken. Extraktor. Brauchen wir eine Batterie und Polymer. Müsste dann zwei Batterien machen. Ich muss doch jetzt eine Batterie machen für den Extraktor und muss eine Batterie machen, die ich da unten einsetzen kann, oder? Die Frage ist, müssen wir die Batterie da unten einsetzen? Weil ich gehe mal da davon aus, wenn das läuft, dann kannst du immer wieder hingehen und halt Sauerstoff wegzwacken, da, dass du wieder Printing completed. Weißt du, was ich meine? Was wollte ich jetzt machen? Achso, ja, warte mal. Polymer. Habe ich noch irgendwo ein Polymer? Ja, habe ich. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo. Das da. Wir haben den Extraktor. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wir haben den Printing Handextraktor. completed. Wo hatte ich den denn hin? Hatte ich den hier irgendwo hin oder hatte ich den oben? Aber das ist ein neuer Platz. Das ist okay. Das ist okay. Warte mal, ich muss kurz hoch. Nicht rennen. Wieso hast du die 5 eigentlich? Aber kann ich den dann auch. Kann ich den dann auch über den normalen laden? Vielleicht, aber es wird langsamer gehen, hä? Huh? Oh mein Gott, guck dir mal das an. Wie cool sieht das denn aus? Oh mein Gott, wir gehen in der nächsten Folge da auf jeden Fall. Ich meine, müssen wir ja nochmal runter. Und dann erkunden wir da unten. Die Frage ist halt nur. Die Frage ist jetzt nur. Verschwenden wir eine Batterie für den Ding da unten? Lass mich kurz mal gucken. Wieso? Wieso kann ich mir dann nochmal so eine kleine Flasche herstellen?
Entweder kann man die zweite Flasche dann voll machen und du kannst sie wechseln. Das ist nicht so. Also es gibt zwei Möglichkeiten bei dem Sauerstoffding. Du kannst mit deiner Flasche, die du hier hast, hast du einen Vorrat 100. Und dann, wenn du die in Batterie reinmachst und so weiter, dann hast du hier so ein Sauerstoffdingens. Und wenn dein Sauerstoff bei, was weiß ich was ist, 20 oder so, gehst du hin, machst kurz E und dann bist du wieder voll. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, du machst dir einen Sauerstofftank ohne Sauerstoff und gehst dahin, lädst den auf, sodass du, wenn du drin bist und dein Sauerstofftank geht leer, noch eine neue Flasche hast. Dann musst du halt deinen leeren wieder aufladen. Ich weiß noch nicht, welche Version ist. Ich gehe mal davon aus, eher zweite eventuell. Weil hier steht nichts bei, die den Vorrat erhöht. Weil da brauchen wir diese Staubgänseblümchen. Da brauchen wir gar kein Kristalldingens. Das können wir dann tatsächlich machen. Dann, warte mal, ich mache mal einen Screenshot. Dann, wir haben ja drei Staubgänseblümchen. Dann würde ich einfach zwei oder so mitnehmen. Wir können ja unten noch welche farmen. Dann nehme ich alle drei mit. Aber wir können auch einen mittleren Tank. Nee, ich nehme die. Wir haben ja den Recycler. Ich nehme meine drei mit. Nimm dann 15 Metalle und 30 synthetische Materialien mit. Und dann machen wir uns die in der nächsten Folge und dann gucken wir mal da unten rum. Und gucken mal, wie das alles funktioniert. Wir haben den Handextraktor. Leute. Guck mal, wir haben schon 15. Boah, ist das gut. Aber der geht halt auch schnell leer. Dafür ist vermutlich das verbesserte Zeug da. Ich werde ihn vielleicht noch mal kurz mit dem normalen aufladen, bevor ich dann in die nächste Folge hüpfe. Also bevor ich die nächste Folge starte. Das ist schon cool. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wird schon wieder Abend? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Der lädt doch, oder? Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss die Batterie gleich wechseln. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut. Ciao.